Eigentlich geht das hier gerade ein bisschen rambomäßig an, aber anscheinend funktioniert's. Ach ja. Ich glaube, ich muss auch gleich mal eine Aufnahmepause machen. Ich nehme schon ein paar Stündchen auf schon wieder. Und da geht die Konzentration doch ganz schön flöten. Hier oben scheint niemand. Oh, guck mal, hier ist noch jede Menge Muni. Alter. Hallo? Fuck, wo ist er hin? Wo ist er denn? Wow. Okay, da habe ich mich mehr erschrocken. Das war's dann wohl mit der Armee. Jetzt, da seine Freunde tot sind, hat Kalinski ganz schlechte Karten. Er wird schon bald anfangen zu singen. Was ist denn für eine Knarre hier? Geh zurück zur Basis, Söldner. Ein neuer Stick. Daten über das Ausbalancieren der Automatik. Okay. Eine verbesserte Balance der Einzelteile des Mechanismus steigert erheblich die Feuerrate der Waffe. Gut. Wir können, glaube ich, die Viper dann auch verkaufen. Denn Munition finden wir für die AKM wirklich genug. Der hat auch hier die Waffe. HPSS-1M. Nehmen wir mal mit, die wird wahrscheinlich etwas wert sein. Oder? Egal, wird mitgenommen. Aber die anderen, die kleinen, lasse ich mal liegen. Ich denke mal, weiter ist hier auch nichts. Und wo mussten wir jetzt hin? Achso, wieder zurück zum... ja. Zum Chef der Stalker. Das lief ja alles ganz gut, muss ich so sagen. Und ich denke, wir werden jetzt noch zum Chef vom Stalker gehen. Der Chef der Stalker natürlich. Und dann werde ich eine kleine Aufnahmepause machen, aber erstmal müssen wir da hinkommen. Ich habe keinen Energy Drink mehr. Doch, einen habe ich noch. Mann, ich vergesse immer die Lampe auszuschalten. Das mit den Schatten nervt doch etwas. Mal sehen, wie ich das wegkriege. Achso, wir können direkt zum, zum Kommandanten, zum Militärtypi gehen. Ja, jublio Tibia. Dingens. Ich würde gerne etwas verkaufen, hallo. Ich komme, ich komme. Es ist schön, Geschäfte mit einem ehrlichen Stalker zu machen. Ja, finde ich auch. Entladen tue ich dir jetzt mal nicht. Munition haben wir ja genug. Was ist eine andere wie die hier? Eine Vorrat 12 und das hier ist eine... Ja, komm, verdecke ich beide. Weiß nicht. So wie die Viper und die 9x19 Muni.
Auch keine Sau. So, handeln. Irgendwas Interessantes. Vielleicht mitten da Medikit. Haben wir 11 Stück. Reicht locker. Schrotmuni haben wir auch genug. Wir haben sogar 6-mal Strahlenschutzmittel, also. Willst du etwas repariert haben? Hier, ich habe Informationen über Verbesserungen gefunden, die du wolltest. Speicherstick mit den Daten, ja. Was kann ich für dich tun? Komm einfach vorbei, wenn du irgendetwas brauchst. Gucken, ob wir die hier verbessern können. Feuerratung. Erweitert das Magazin. Willst du etwas repariert haben? Komm, warum nicht? Kann man eigentlich so viel wie man will? Oder gibt es da irgendwie eine Grenze, wie viel man upgraden kann? Austauschmechanismus. Eine Reparatur oder Aufrüstung gefällig? Der Austausch eines halbautomatischen Mechanismus gegen einen automatischen Mechanismus steigert erheblich die Feuerrate. Nee. Verbesserter Repetiermechanismus. Feineinstellung und manuelle Modifizierung des Lachen. Was kann ich für dich tun? Mechanismus, noch mehr Feuerrate. Verbesserter Schlagblitzen, Zuverlässigkeit. Eine Reparatur oder Aufrüstung gefällig? Domischer Griff, warum nicht unbedingt? Ja, okay. Willst du etwas repariert haben? Wir können sowas Kaliber vergrößern. Da mache ich lieber aber Bedienungsstange, reduziertes Gewicht. Eine Reparatur oder Aufrüstung gefällig? Besserter Lauf. Besserter Modifikation Gassystem. Ein modernes Gassystem ermöglicht eine höhere Feuerrate. Boah, 30% mehr Feuerrate. Dann kann man ganz schön eine Reparatur oder Aufrüstung gefällig? Reinhauen. Komm, wir machen mal ein bisschen weniger Rückstoß. Zack, und modifizierter Lauf. Verlängert den Lauf. Geschwindigkeit wird erhöht, komm, zack. Und jetzt machen wir noch leichter Abzug. Bisschen Zielgenauigkeit. So, haben wir genug Kohle ausgegeben für die Waffe. Und weiter geht's. Können wir vielleicht noch Wodka klauen. Rot. Siehst du, was du davon hast, wenn du dich durchstellst? Deine Freunde sind tot und du bist immer noch hier. Niemand wird dich retten. Sag mir, wo du den Koffer versteckt hast. Okay, ich verrate es. Bastarde, er ist bei der alten Mühle unter dem Dach. Was sagt man dazu? Der kleine Scheißer hat gesungen wie eine Nachtigall. Die Koordinaten des Verstecks sind schon auf deinem PDA. Bring alles, was du findest, zu Sidorovic. Er wartet schon. Alles klaro. Und da haben wir ein Versteck. Hier drinnen, obwohl wir von hier drinnen gar keinen irgendwie getötet haben. Der ist safe. Was ist denn das hier? Eine Vorrat 12? Magazin plus 4, Genauigkeit plus 20, Feuerrate plus 25 und Gewicht plus 20. Das werde ich als Second-Waffe dann nehmen. Zack, und die lasse ich da jetzt mal im Tresor drin. Was kommt hier an? Los, komm! So, also zur alten Mühle müssen wir. Die Waffe angucken. Ja, mit einem 12er Magazin. Nicht schlecht. Und warum sind wir hier wieder entladen worden? Ach, bestimmt, weil wir sie verbessert haben, alles klar. Ach, und das Zielfernrohr ist ab. Okay, müssen wir wieder anbringen. Okay. Mühle und das Dach. Oh Mann, wie kam man da nochmal hoch? Ach ja. Da gab es ja eine Treppe. Also nicht so schwierig.
Und da liegt sogar noch ein Köfferchen mit Medikits und ein paar Verbänden drin. Ah, in dem Werkzeugkoffer. Okay, Söldner. Ich werde auf dich und den Koffer warten. Autsch. Mann, ich bin auch überrascht, wie wenig Mutanten ich hier bisher gesehen habe. Und gleich wird einer um die Ecke kommen. Oder auch nicht. Ach, hier war es wieder radioaktiv. Nimmt die Radioaktivität eigentlich wieder ab? Ui, ich hab's gerade eben gepiept. Ah, da ist eine Anomalie. Da liegen einige Schweine. Wer hat die denn umgebracht? Ja, so schnell kann es gehen. Oh, da liegen ja Schweine. Und auf einmal stehen die Viecher auf. Die kommen mir gleich... Ah, die kommen mir gleich zu Hilfe, oder was? Das ist krass. Das gefällt mir, Leute. Danke. Ich glaube, ich bin hier wieder verstrahlt. Obwohl die Strahlung auch leicht abnimmt. Schießen die drauf. Hallo? Wo habt ihr drauf geschossen? Na egal, die machen nichts. Genau, wir sind die Besten. Denen haben wir es aber richtig gezeigt. So, und da sind wir wieder bei Sido. Und ab geht's in den Keller. Hoffentlich hat er auch eine schöne Belohnung für uns. Du hast sie also endlich. Ich habe gewusst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Danke, dass du den Koffer zurückgebracht hast, Söldner. Jetzt kann ich die Schulden bei meinem Kunden wieder begleichen. Ich konnte nur aus einem Grund so lange in der Zone überleben. Ich halte immer mein Wort. Wenn du hier in dieser Gegend einen Kunden übers Ohr haust, kannst du dich schon bald auf ein hübsches Messer im Rücken freuen. Aber genug von mir. Dein Stalker, er war hier. Sein Name ist Fang und er war auf der Suche nach Röhrenverstärkern und einigem anderen elektronischen Schrott. Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus. Ich habe ihm den Verstärker verkauft, aber die anderen Sachen hatte ich nicht da. Deswegen habe ich ihm geraten, zu den Müllgräbern auf der Müllhalde zu gehen. Vor kurzem haben einige Stalker auf der Müllhalde alte Ausrüstungsteile aus der Zeit nach dem Tschernobyl-Unfall ausgegraben. Und jetzt wimmelt es dort von alten Ersatzteilen. Geh und such dort. Und vergiss nicht, wenn du handeln willst, bin ich dein Mann. Alles klar, danke für die Info. Wenn du irgendetwas anderes brauchst, bist du hier immer willkommen. Ich gewähre dir einen lebenslangen Rabatt in meinem Laden, weil du mir mit der Armee geholfen hast. Sehr schön. Was hast du denn so im Angebot? Mein Teil des Deals ist im Schaltkasten im Fahrstuhl. Geh einfach hin und greif hinein. Du brauchst keine Angst vor einem Stromschlag haben. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob es dort eine Anomalie gibt. Okay. Was soll das kosten? 100? Ja, klar. Komm schon, sag, was du für mich hast. Der hat einiges. Eine AKM, da haben wir ja schon eine gute. Oh, sogar ein Pyrrhyl 5M Kampfanzug. Für 12.500. Ja, da müssen wir leider noch ein bisschen sparen. ACP-Muni hat er sogar...
Okay, dann müssen wir auf jeden Fall wieder. Nicht herum, okay. Ich handle mit jemandem. Da müssen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld fahren. Aber egal, jetzt geht's erstmal weiter. Viel Glück. Danke. Scheiße, ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen. Aber irgendwie habe ich nicht so viel Lust, Aufnahmepause zu machen. Stalker, zieh Feuer beim Tunnel. Muss man die hier? Ziel weit entfernter Außenposten. Mal, hier geht es anscheinend auch. Warum bin ich denn hier unten lang gegangen? An den Militärs vorbei, anstatt hier oben um einen sicheren Weg lang zu gehen. Komisch. Naja, ich mache auf jeden Fall eine Aufnahmepause. Sage mal, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.